willkommen jetzt zu unserem nächsten Talk in der Wikipacker WG. Es geht um das Thema Urheberrecht. Das hat ja dieses Jahr doch recht viele Leute bewegt mit der Urheberrechtsreform der EU. Und John hält jetzt einen Vortrag darüber zum Thema Grundlagen, Urheberrecht, Schwerpunkt Creative Commons Lizenzen. Ich sage gar nicht viel mehr, sondern wünsche euch viel Spaß und bei diesem Talk. Hallöchen. So, jetzt habe ich es gleich. Warte mal. Nanu? Ah ja, so. Ja, herzlich willkommen. Ich werde allerdings nicht über die EU-Urheberrechtsreform sprechen. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich will euch was erzählen zum Thema Urheberrecht an Bildern vor allen Dingen und dann, wie man mit CC-Lizenzen umgeht. Und ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich nur 50 Minuten habe plus 5 Minuten Q&A und das ist recht sportlich. Also, ich habe zwei Teile, eben Grundlagen des Urheberrechts aus Sicht von Fotografierenden vor allen Dingen und CC-Lizenzen in der Praxis. Hat jemand noch nie von CC-Lizenzen gehört? Noch nie? Ah, nee, keiner da. Gut, alle schon mal davon gehört. Wir reden hier heute über diese beiden oberen Dinge, nicht über Persönlichkeitsrechte, also nicht verwechseln. Wir reden hier nur über Urheberrecht und sogenannte verwandte Schutzrechte. Also Grundlagen des Urheberrechts aus Sicht Fotografierender. Es geht um zwei Dinge. Es geht um das Urheberrecht am fotografierten Motiv, wenn es ein Werk ist, und ums Urheberrecht der fotografierenden Person an ihrem eigenen Foto. Der erste Teil, was braucht das immer so lange? Ja, also Rechte an fotografierten Objekten, was darf ich einfach so fotografieren? Ab wann muss ich um individuelle Erlaubnis fragen? Und dritter Teil, wen muss ich dann eigentlich fragen? So habe ich es aufgebaut, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. So, jetzt gehe ich hier wieder rein. Ja, also was darf ich einfach so fotografieren, ohne zu fragen? Denn nicht alles, was man fotografieren kann, ist irgendwie dem Urheberrecht unterworfen. Zum Beispiel das hier, das ist das berühmte Affen-Selfie. Das ist der Affe, der sich selber fotografiert hat. Und der Affe als Motiv ist nicht schutzfähig. Das heißt, wunderbar, ich kann Tiere in der Natur fotografieren und die Tiere können mich nicht verklagen auf Urheberrechtsverletzung. Natürlich darf ich auch die Landschaft frei fotografieren. Da ist ein Typo drin. Moment. Das geht ja nun nicht. Das muss ich mal eben ändern, sonst vergesse ich's. So. Live gefixt. Ups. Ja. Aber hier fängt es schon an mit dem Kleingedruckten, wie man sieht. Denn. Nanu? Was macht er denn? Komisch. Jetzt habe ich meine Vorschau hier verloren, aber ich hoffe, wir kriegen das auch so hin. Genau, ich darf die Landschaft fotografieren, es sei denn, es sind Werke drin oder erkennbare Personen im Bild. Und ich darf in Deutschland zumindest derzeit noch Fotos machen, unabhängig davon, wem das Ganze gehört, also wem die Grundstücke gehören und wem die Gegenstände darauf gehören. Das könnte sich aber bald ändern, da komme ich nachher noch dazu. Jetzt wird es langsamer. Alte und gemeinfreie Werke darf ich auch fotografieren, also die Notre Dame als eigenes Kunstwerk darf ich fotografieren. Ich darf auch ein altes Kunstwerk von der Notre Dame fotografieren, so wie diesen Kupferstich, alles wunderbar. Aber alles, was darüber hinausgeht, da wird es dann schon schwierig. Denn vieles kann sehr schnell urheberrechtlich geschützt sein. Denn dafür braucht es nur drei Dinge. Eine Person muss etwas Neues in eine wahrnehmbare Form bringen und zack, habe ich Urheberrechtsschutz. Zum Beispiel auch dieses schöne Haus. Würde man ja denken, von der Stange, ist doch kein Werk, ist doch kein Kunstwerk.
trotzdem im Zweifel urheberrechtlich geschützt. Der Architekt, die Architektin hat ein Urheberrecht an diesem Haus, an dem Entwurf. Auch ein Problem in letzter Zeit, Logos und Markenzeichen, hat vor allen Dingen die Wikipedia immer wieder ein Problem mit. War früher urheberrechtlich völlig egal, hat man sich gesagt, nein, sind Gebrauchsgrafiken, aber inzwischen hat die Rechtsprechung sich da Dinge ausgedacht, die dazu führen, dass man jetzt auch immer bei Logos, wie dem Tempo-Logo, mit Urheberrecht rechnen muss. Das ist so eine kleine Übersicht der Werkarten, die es gibt, um den ganzen Strauß aufzumachen. Das ist aber nicht abschließend. Es kann auch diverse andere Werkarten geben, an die keiner bisher gedacht hat. Auch die sind automatisch vom Urheberrecht erfasst. Das Urheberrechtsgesetz ist da sehr flexibel im Sinne der Urheber. Das ist auch gut so. Dann daneben gibt es noch die sogenannten Leistungsschutzrechte. Die Leistungsschutzrechte werden oft vergessen, aber sind sehr, sehr praxisrelevant. Und Leistungsschutzrechte nennt man auch verwandte Schutzrechte, weil sie sehr ähnlich sind wie das Urheberrecht, aber formell ist es was anderes. Und die Leistungsschutzrechte liegen bei vielen Unternehmen vor allen Dingen, die rund um urheberrechtsrelevante Produktion von Kunst und Medien Hilfsdienstleistungen erbringen. Zum Beispiel der Tonträgerhersteller, also das Musiklabel, bekommt ein eigenes Leistungsschutzrecht an der Musikaufnahme. Genauso der Filmhersteller, also die Filmproduktionsfirma, bekommt ein eigenes Leistungsschutzrecht am Film. Frage, sind auch Werkteile schutzfähig? Ja, natürlich. Wir haben hier das Faustrecken bei der Siegerehrung. Und natürlich, wenn ich das ausschneide, ist auch das wiederum als eigenes Werk schutzfähig. Das heißt, ich kann mich nicht dem Urheberrecht entziehen, indem ich Ausschnitte mache. In der Regel zumindest nicht. Was bedeutet urheberrechtlicher Schutz? Urheberrechtlicher Schutz bedeutet, alle Rechte vorbehalten. Ganz einfach. Alles, was man an Rechten haben kann, ist dem Urheber vorbehalten, der Urheberin. Und sogar das, was ich jetzt hier spreche, diese Rede, die ich hier halte, sofort urheberrechtlich geschützt. Ich darf das also alles verbieten, was ihr da mit der Kamera macht. Also alles sehr einfach, sehr urheberfreundlich und das ist auch durchaus sehr, sehr gut so. Aber natürlich müssen Urheberinnen und Urheber auch die Allgemeinheit im Blick behalten. Wir alle laufen durch Städte jeden Tag und müssen uns mit lauter architektonischen Werken auseinandersetzen. Das heißt, wenn ich als Urheber mein Werk in die Öffentlichkeit entlasse, dann muss ich damit leben, dass die Öffentlichkeit gewisse Dinge damit tun möchte und auch tun darf, berechtigterweise. Und deswegen, also zum Beispiel der öffentliche Straßenraum, den nehme ich einfach wahr, da lebe ich, in Berlin in dem Fall. Und ich muss mich mit den Werken, die dort an der Straße zu sehen sind, auseinandersetzen können. Deswegen gibt es die sogenannten Schranken des Urheberrechts. Ich habe hier mal so eine besondere Schranke, die eigentlich was ermöglicht, abgebildet. Die heißen jetzt neuerdings gesetzliche Erlaubnisse, um das Ganze ein bisschen unmissverständlicher zu machen. Was gibt es da so? Ganz wichtig kennen auch viele das Zitatrecht, Paragraph 51 Urheberrechtsgesetz soll dazu dienen, dass ich mich mit den Werken anderer in meinen eigenen Werken auseinandersetzen kann. Und da steckt schon der Teufel im Detail. Ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen. Ich kann also nicht in meinem Blog zum Beispiel ein Bild von jemand anders einfach dekorativ verwenden und sagen, ich zitiere das, ja. Sondern das Zitat braucht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem zitierten Etwas. Und das zitierte Etwas darf auch nicht größer sein als das, was ich unbedingt brauche für meine Auseinandersetzung damit. Das wird häufig übersehen. Beiwerk ist eine Regelung, die sehr hilfreich ist, wenn ich also jetzt hier den Kongress filmen dürfte und würde jetzt bestimmte Kunstwerke, wie viele von den Installationen hier werden ja als Werk durchaus schutzfähig sein, wenn ich die so schwenkartig mitfilme, weil ich hier den Kongress filmen möchte, dann ist das in Ordnung, weil das ein Beiwerk ist. Oder zumindest dachte man früher, das ist ganz einfach und in Ordnung. Bis der Bundesgerichtshof sich überlegt hat, das noch strenger zu handhaben und auf die Idee kam, Beiwerk ist nur noch das, was eine so geringfügige inhaltliche Beziehung zum Hauptgegenstand hat, dass es nicht erkennbar stil- oder stimmungsbildend ist. So, jetzt dürfen wir uns alle überlegen, was damit wohl gemeint sein könnte. Man könnte jetzt sagen, diese Kunstwerke, die hier in der Halle stehen, die sind durchaus stimmungsbildend, weil die machen ja hier die optische Stimmung auch und sind damit kein Beiwerk mehr. Und dann dürfte ich schon nicht mehr so drüber filmen.
Also diese Rechtsprechung ist sehr problematisch. Zum Beispiel hier ein Beispiel. Das ist das, wie heißt es? Sandro, hilf mir mal, wie heißt das? Konzerthaus. Das Konzerthaus in Berlin. Warum ist jetzt... Hallo? Ihr habt... das Berliner Konzerthaus als Werk natürlich schutzfähig. Gut, es ist so alt, dass der Urheber zu lange tot ist, als dass es noch eine Rolle spielen würde. Aber hier diese Banner sind Werke im Zweifel, weil sie gestaltet sind, weil sie künstlerisch gestaltet sind. Ist das jetzt Beiwerk, ja oder nein? Sehr schwierige Frage, weil natürlich macht das dieses Blau macht natürlich die Stimmung schon auch irgendwie. Und nach der neuen BGH-Rechtsprechung müsste man sich jetzt schon fragen, ist das noch Beiwerk, darf ich das noch mitfotografieren, ja oder nein? Dann wichtige Schranke, wichtige Erlaubnis für uns alle ist die Berichterstattung über Tagesereignisse. Die ist allerdings auch nur denjenigen erlaubt, die eine Berichterstattung machen. Also das sind im Zweifel Medien, aber natürlich auch Online-Medien, Blogs und so weiter. Und das Problem hier dran ist, es muss immer noch aktuell sein. Wenn ich also Dinge aus dem aktuellen Tagesgeschehen abfotografiere, ist das nach dieser Schranke in der Regel in Ordnung. Aber nach 2 Wochen oder 2 Monaten ist es dann nicht mehr aktuell und dann darf ich es auch nicht mehr im Netz stehen haben. Also gerade das Internet hat das Ganze problematisiert, weil Dinge einfach, auch Presseberichte von vor Jahren, immer noch online stehen, aber da eigentlich zumindest nach dieser Regel nicht mehr online stehen dürfen oder zumindest die Bilder nicht mehr online stehen dürfen. Genau, Berichterstattungsfreiheit ist eben zeitlich begrenzt. Und dann gibt es noch die Panoramafreiheit, eins meiner Lieblingsthemen, weil ich ja bei Wikimedia arbeite, auch genannt Straßenbildfreiheit. Ich habe extra dieses Bild gleich, kommt gleich nochmal, genommen, weil man sieht, in Deutschland darf ich nur vom Straßenniveau aus Bilder von Gebäuden machen. Die Panoramafreiheit erlaubt mir, alle öffentlich sichtbaren Werke, wozu Gebäude gehören, aber auch Kunstwerke auf Plätzen und so weiter, Statuen, Plastiken und so weiter, die darf ich vom Straßenraum aus fotografieren, aber auch nur vom öffentlichen Straßenraum aus, das heißt nicht vom Privatgrund und auch nur vom Straßenniveau aus, nicht mit einer Leiter, nicht mit einem langen Selfie-Stick oder sonst was, sondern nur, was man so als Mensch normalerweise mit der Kamera noch so an Höhe hinbekommt. Daher das 100-Wasser-Haus von unten fotografiert. Da gibt es einen Unterschied zur Rechtslage in Österreich. In Österreich darf ich auch aus dem ersten Stock zum Beispiel Bilder machen und bin von der Panoramafreiheit gedeckt, in Deutschland leider nicht. Ja, hier noch eine Quizfrage sozusagen. Das Landgericht Berlin, der Innenraum, ist das wohl von der Panoramafreiheit gedeckt? Nein, ebenfalls nicht, weil es ein Innenraum ist. In Deutschland darf man nur die Außenansichten von Dingen nach dieser Regelung fotografieren und das dann nutzen später. Und noch eine Frage, war jemand schon am Leben, als der Reichstag verhüllt wurde? Ja, oh ja, genau. Ja, Panoramafreiheit, ja oder nein? Nein, in dem Fall, darum ist das Bild hier auch nicht abgebildet, weil tatsächlich das Ganze permanent an den öffentlichen Plätzen installiert sein muss, was ich da fotografiere, und der verhüllte Reichstag war nur für 2 Wochen installiert. Das gilt nicht als permanent im Sinne dieser Regelung und darum keine Panoramafreiheit. Also deswegen ist der verhüllte Reichstag auch in der Wikipedia nicht zu sehen, sondern ist nur verlinkt. Also Wikipedia ist wie immer total rechtskonform und gewissenhaft und an der Stelle wunderbar nur verlinkt. Also ich zeige es jetzt hier mal aus, ich zitiere das jetzt, nein, das ist auch kein Zitat, aber also das wäre jetzt so halblegal, was ich hier mache. Ich wollte es natürlich als Anschauungsobjekt euch trotzdem nochmal zeigen. Aber das darf ich normalerweise nicht, sowas darf ich nicht, temporäre Kunstwerke darf ich nicht einfach fotografieren. So, wie ist es mit dem AIDA-Kussmund? Der AIDA-Kussmund, der an dem Schiff angemalt ist, war jetzt großer Streitfall. Ist das ein öffentliches Werk, also ist das ein Werk, was permanent an öffentlichen Plätzen installiert ist? Problem ist natürlich, es bewegt sich, das Schiff fährt. Aber da haben die Gerichte gesagt, ja, das ist permanent öffentlich, das bewegt sich zwar, aber das ist die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Darum ist es in Ordnung. Das Gleiche gilt für Werbung auf Bussen, also künstlerisch gestaltete Werbung auf großen Bussen oder so. Solche Dinge darf man fotografieren, auch wenn es sich bewegt, weil es ist in der Öffentlichkeit sozusagen permanent sichtbar.
Ja, und nicht vergessen, das wird immer vergessen bei der Panoramafreiheit, selbst wenn ich das nutzen darf, nach der Panoramafreiheit, muss ich trotzdem noch Architekten oder Künstler angeben, wenn ich es nutze. Und das macht fast niemand. Das ist ein bisschen schade, weil das steht im Gesetz, müsste man eigentlich machen, es hält sich niemand dran, aber ich will es zumindest nochmal genannt haben. So, und dann gibt es noch die amtlichen Werke. Das sind Werke, die aus Behörden kommen. Die sind grundsätzlich urheberrechtsfrei. Aber auch da muss ich die Quelle angeben, wenn ich das benutze, und ich darf es nicht verändern. Und das ist das große Problem für Open Content. Also wenn ihr mal mit der Open Knowledge Foundation redet über das Thema amtliche Werke, dann kriegen die so rote Ausrufungszeichen in den Augen, weil ich darf zwar die Dinge nutzen, aber ich muss sie komplett so lassen, wie sie sind. Ich darf keinen Teil aus einer öffentlichen Broschüre rausnehmen und auf Wikipedia setzen oder so. Es muss immer das komplette Werk sein. Und das ist natürlich blöd. Open Content, Open Data funktioniert so einfach nicht. Und wir bemühen uns deswegen seitens Wikimedia Deutschland, dass das gesetzlich geändert wird. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das waren die Schranken. Und jetzt, also das sind die gesetzlichen Erlaubnisse. Jetzt gibt es aber manchmal keine gesetzliche Erlaubnis, die mir hilft. Dann muss ich wohl individuelle Erlaubnis einholen, also von denjenigen, die Rechte haben an den Dingen. Aber wann muss ich das denn machen? Ich muss das vor allen Dingen machen, wenn es irgendwie öffentlich wird. Also wenn das, was ich mache, eine Öffentlichkeit erreicht. So. Und die Art, wie das die Öffentlichkeit erreicht, ist völlig egal. Gedruckt, online, gesprochen, aufgeführt, alles wurscht. Die Frage ist, ist es öffentlich oder nicht? Und da gibt es eine Definition. Öffentlich ist alles, wo nicht mehr alle, die das empfangen oder die das sehen, mit mir persönlich verbunden sind. Also wir alle sind jetzt hier eine Öffentlichkeit, weil ich kenne euch nicht alle. Wenn ihr jetzt alle meine ehemaligen Schulbuddies seid, wärt, dann wäre das anders. Dann wären wir keine Öffentlichkeit, dann würden wir uns alle kennen. Ist aber nicht so. Darum sind wir hier eine öffentliche Vorführung. Hier nochmal verdeutlicht. Es kommt nicht auf die Anzahl an, wie viele Leute das sehen. Also eine große Zahl von Leuten kann durchaus nicht öffentliche Veranstaltung sein, wenn sich alle kennen. Aber auch eine kleine Anzahl von Leuten kann zu einer Öffentlichkeit werden, wenn eine Person dabei ist, die den Vorführenden oder die Vorführende nicht kennt, nicht persönlich kennt. Ist ein bisschen absurd, aber so hat die Rechtsprechung das entschieden. Das heißt, wenn ihr eine kleine Party feiert und Musik spielen wollt und im nicht öffentlichen Bereich bleiben wollt, dann sorgt dafür, dass keiner irgendwen mitbringt, den ihr nicht kennt. Genau. Im Internet ist ganz klar, Dinge, die ohne Zugangsbeschränkungen eingestellt werden ins Netz, sind ganz klar eine öffentliche Wiedergabe. Also da bin ich auf jeden Fall urheberrechtlich relevant unterwegs und muss im Zweifel eine Erlaubnis einholen. Außer ich mache Embedding. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat vor ein paar Jahren entschieden, wenn ich Embedding mache, wo mein Browser also einen Inhalt von einem anderen Server nachlädt, also nicht von meinem Server die Kopie geladen wird, sondern von einem Drittserver und das eingebettet wird, das sei keine öffentliche Wiedergabe, weil da ja keine neue Öffentlichkeit geschaffen wird. Sehr umstrittene Rechtsprechung, aber hilft manchmal, wenn man im Netz was machen will. Wenn es eine Einbettungsmöglichkeit gibt, ist man urheberrechtlich meistens besser dran als ohne. Ja, und wer haftet, wenn was schief läuft? Im Grunde alle, die irgendwie beteiligt sind. Also haftungsmäßig ist das Urheberrecht sehr, sehr umfassend und immer alles zugunsten des Urhebers. Der Urheber kann sich an den Nutzer, an den Serverbetreiber, an den Internet Service Provider, an alle halten, die irgendwie teilgenommen haben. Aber im Zweifel beißen den Letzten die Hunde, sprich derjenige, der es online gestellt hat, ist der am meisten, am ehesten zu greifen ist in der Regel. Und der oder die ist dann sozusagen haftbar und kann nicht sagen, ja, aber die anderen haben auch mitgemacht. Da kann der Urheber sagen, ja, ist mir egal, die anderen, das mache ich später, aber ich will jetzt erstmal von dir meinen Schadensersatz haben. Genau. Und wer ist denn jetzt eigentlich der Urheber? Wen muss ich denn jetzt fragen, wenn ich das nutzen will? Urheber ist immer ein Mensch. Urheberinnen und Urheber können nur Menschen sein. Unternehmen, Firmen können keine Urheberinnen und Urheber sein, die können aber Leistungsschutzrechte haben. Also das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Tonträgerherstellern, den Musiklabels, den Filmproduzenten, die können nur Leistungsschutzrechte haben. Urheberrecht haben immer nur Menschen. So. Also es muss ein Mensch sein und das muss diejenige Person sein, die das Ganze gemacht hat. Jetzt ist aber manchmal der Fall, dass, ja, also hier sind ein paar Beispiele für Urheber und Urheberinnen, also Komponisten sind Urheber, Bildhauer, Choreografinnen sind auch Urheber, also die Choreografie
ist das Werk an der Stelle, aber das sind nur Beispiele. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr Arten von Urhebern. Und der Schutz entsteht automatisch, nochmal als Erinnerung. Ich muss mich nirgendwo registrieren, ich muss kein Copyright irgendwas an die Seite schreiben. Und das Ganze endet erst 70 Jahre, nachdem die Person verstorben ist, die das Urheberrecht hatte. Beziehungsweise bei mehreren, wenn mehrere gemeinsam das Urheberrecht hatten, dann, wenn die letzte Person gestorben ist, von da ab 70 Jahre läuft das Urheberrecht. Hier bei Leistungsschutzrechten sind es in der Regel nur 50 Jahre und die fangen auch etwas früher an zu laufen. Ja, wenn das abgelaufen ist, ist das Werk gemeinfrei, sagt man, also kann dann frei genutzt werden ohne Erlaubnis. Das ist eben sehr ähnlich bei verwandten Schutzrechten und Urheberrechten. Insofern sollte man die immer zusammen betrachten. Was zum Beispiel häufig vergessen wird, sind Musikaufnahmen von klassischer Musik. Die sind zwar, da ist das Werk selber von Mozart oder von Bach, ist schon lange gemeinfrei und frei nutzbar, aber die Aufnahme ist in der Regel immer noch geschützt, weil sie nicht älter ist. Also wenn sie älter ist als 50 Jahre, kann es sein, dass sie auch frei ist. Aber wenn es eine neuere Aufnahme ist, dann hat das Orchester bzw. die Musiker, die das gespielt haben, haben Leistungsschutzrechte. Und da muss man immer drauf achten. Wenn man denkt, alte Musik kann ich ja verwenden. Nein, man muss immer gucken, ob noch Leistungsschutzrechte bestehen. Ja, problematisch wird es ein bisschen bei Miturheberschaft, weil man muss sich erstmal überlegen, wer ist denn alles Miturheber und Miturheberin? Es reicht zum Beispiel nicht, wenn ich eine Idee hatte für ein Werk und es hat es jemand vorgeschlagen und der hat es dann umgesetzt, der hat daraus was gemacht, eine wahrnehmbare Form gemacht, dann bin ich noch nicht Miturheber, nur weil ich die Idee hatte. Ich muss also tatsächlich einen Beitrag zu dem Werk geleistet haben und das Ganze muss so verwoben sein miteinander, dass man nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann, wer hat jetzt was gemacht. Wenn man das auseinanderhalten kann, dann hat man in der Regel zwei Werke. Aber wenn es so vermischt ist, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann, wer jetzt welchen Anteil hatte, dann hat man Miturheberschaft. Da gab es einen Streitfall zur Sendung mit der Maus. Da hatte jemand die Maus gezeichnet und jemand anders hatte die Maus so ein bisschen angepasst für die Animation im Fernsehen. Und da war gestritten worden, ob das eine Miturheberschaft ist und hat das Gericht entschieden, nein, wenn man dann nur die Beine ein bisschen gerader macht und noch die Nase in dem Profil ein bisschen verändert, das reicht noch nicht für Miturheberschaft. Deswegen war das halt nur ein Urheber der Maus, nämlich Herr Streich. Anders ist es bei Filmen. Bei Filmen ist ganz typischerweise immer Miturheberschaft, weil fast niemand einen Film ganz alleine dreht. Ich habe jetzt hier mal das Boot genommen als Klassiker, weil dann alle Miturheber in einem Boot sitzen, haha. Und das sind also tatsächlich die Regie, von Regie über Drehbuch, Kameramann, Kamerafrau, diejenigen, die Beleuchtung also entworfen haben, das Lichtdesign, sind auch Miturheber. Also es ist ein ganzer Strauß von Menschen, die an so einem Film Miturheberschaft haben. Und erst wenn der letzte von diesen Menschen gestorben ist, dann beginnt das Urheberrecht erst abzulaufen. Diese 70 Jahre fangen dann erst an. Was ist die Folge davon? Die Folge ist, dass alle nur zusammen entscheiden können. Wenn die Miturheber an einem Werk was machen wollen, die wollen es verwerten oder jemandem was erlauben oder sonst was, das können die nur einstimmig gemeinsam machen. Das ist die sogenannte Gesamthandsgemeinschaft. Das ist ein Problem und im Filmbereich, gerade weil es immer so viele Menschen sind, die da mitgewirkt haben, gibt es eine Sonderregel, die dem Filmproduzenten dieses Recht sozusagen kanalisiert, dass der entscheiden darf. Aber es ist nur im Filmbereich so. Alle anderen Miturhebergemeinschaften müssen dann immer gemeinsam entscheiden. Ja, und dann gibt es noch das, was ich vorhin angedeutet hatte. Das ist jetzt ein Sonderfall. Das hat mit dem Urheberrecht nur noch so am Rande zu tun, aber ich will es nennen, den Sanssouci-Fall. Da ging es darum, da hat jemand Bilder vom Schloss Sanssouci gemacht in Potsdam. Und dann hat die Stiftung, der dieses Schloss gehört, also der das Land gehört und das Schloss gehört, Rechte daran geltend gemacht und ihm die Verbreitung dieser Bilder untersagt. Und dann hat der Bundesgerichtshof, der eine Senat des Bundesgerichtshofs, hat gesagt, ja, das können die machen, weil sie Eigentümer der Sache sind. Also sie sind weder Urheber, der Urheber, der Architekt des Schlosses Sanssouci ist lange, lange tot. Und sie haben auch nichts mit dem Bild zu tun. Sie haben das Bild ja selbst nicht angefertigt, das hat der Fotograf gemacht gehabt. Aber sie sind Eigentümer des Schlosses. Und dann hat das Gericht gesagt, ja, aus dieser Eigentümerrolle heraus können sie Unterlassung verlangen. Und das ist das, was ich vorhin nannte auf der dritten Folie. Wem die Dinge gehören im Bild, ist eigentlich noch
relativ egal, bis auf diesen Sanssouci-Fall. Da hat das Gericht das eben so entschieden und ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Denn wenn jeder Gegenstand, also wenn ich jeden Gegenstand nur mit Erlaubnis des Eigentümers, der Eigentümerin fotografieren dürfte, dann könnte man quasi nirgendwo mehr Fotos machen, ohne mit einem Bein in der Rechtsverletzung zu stehen. Deswegen ist also die Hoffnung, dass dieser Sanssouci-Fall ein Ausreißer war, eine Art Freak-Fall oder wie auch immer, und dass es dazu dann nicht, dass das nicht die Zukunft ist. Das will ich euch nur mal genannt haben. Ich hoffe, wie gesagt, es bleibt dabei, dass Eigentum an der Sache urheberrechtlich oder nutzungsrechtlich egal ist. Genau. Ja, wie sieht es jetzt bei meinen eigenen Fotos aus? Eigentlich das Ganze nur spiegelverkehrt, weil dann bin ich ja der Urheber, wenn ich ein Foto mache. Wann sitze ich mit anderen in einem Boot? Also meine eigene Rechtsposition ist, ich habe zumindest immer ein sogenanntes Lichtbildnerrecht. Das ist das Leistungsschutzrecht an Fotos. Wenn es ein künstlerisch wertvolles Foto ist oder ein Kunstwerk, ein Lichtbildwerk, dann habe ich auch ein richtiges Urheberrecht. Aber ich habe mindestens immer dieses Lichtbildnerrecht. Auch wenn ich jetzt hier mit meinem Handy einmal Sandro knipse, nein, mache ich jetzt nicht, dann hätte ich jetzt auch ein Lichtbildnerrecht an diesem Foto. Das ist schon mal gut. Also alle Rechte vorbehalten, toll, ich kann mich freuen. Das war übrigens auch nicht zulässig, das zu zeigen da gerade, egal. Was kann ich machen als Urheber? Kann ich anderen was einzeln lizenzieren? Ich kann also dir es erlauben zu nutzen und dir. Aber ich kann es auch über Standardlizenzen wie CC, was da gleich noch kommt, allen Menschen erlauben. Das ist der Witz bei Standardlizenzen. Ich kann das Bild selbst veröffentlichen, ich kann es bearbeiten, ich kann es kaputt machen, löschen, wie auch immer. Und ich kann auch einfach das alles bleiben lassen. Ich bin also in einer sehr, sehr guten Position. Wenn Dritte meine Rechte verletzen, dann bin ich auch in einer super Position, dann kann ich sie nämlich abmahnen, ich kann sie verklagen. Da habe ich nochmal die Wahl zwischen Unterlassung, also nur bleiben lassen oder nur bleiben lassen, also bleiben lassen und Schadensersatz, kann ich mir aussuchen. Ich kann sie sogar anzeigen bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, weil jede Urheberrechtsverletzung auch eine Straftat ist, zumindest potenziell. In der Praxis hat das allerdings keine Relevanz, weil sowas wird nicht verfolgt, es sei denn, es ist bandenmäßige Piraterie oder sowas, wo in großen Stile, früher war das halt DVDs oder so, kopiert wurden. Das wird verfolgt. Andere Dinge werden in der Praxis nicht verfolgt. Oder ich kann auch das alles einfach sein lassen und die Leute gewähren lassen. Das ist auch alles meine Entscheidung. Und ich habe außerdem das Veröffentlichungsrecht. Also nur ich darf die Erstveröffentlichung wohlgemerkt, wenn es einmal veröffentlicht ist, dann ist es veröffentlicht. Das geht nicht wieder zurück. Aber ich habe das Erstveröffentlichungsrecht. Und ich habe auch das Recht, anerkannt zu werden als Urheber. Ich habe sogar das Recht, bewusst nicht genannt zu werden als Urheber. Das ist das negative Namensnennungsrecht. Also ich habe auch da alle Möglichkeiten. Und ich habe auch den Schutz vor Entstellung auf meiner Seite. Ich kann also sagen, wenn jemand mein Werk bearbeitet, kann ich sagen, das finde ich, das ist entstellend. Das musst du sein lassen und habe dazu einen extra Paragraphen, der mich davor schützt. Also Verfälschung, Verstümmelung, Verzerrung. Das ist ein heikles Thema. Ab wann ist das Entstellung? In Japan gilt jede Bearbeitung sofort als Entstellung. In Deutschland ist es differenziert. Da kann man nicht alles verhindern, aber vieles. Ja, und sowieso Änderungsverbot und Einräumung von Nutzungsrechten. Also das ist alles, was ich als Urheber zivilrechtlich machen kann. Das ist wunderbar. Verwertung. Ich kann es komplett verwerten, mein Werk. Ich kann also alle Verwertungsrechte, die man so kennt, Vortrag, Internet, also online stellen, kann ich verkaufen. Ich kann das Senderecht verkaufen. Ich kann Tonträger, Bildträger davon herstellen lassen, alles mir vorbehalten. Und also grundsätzlich kann man sagen, meine Rechtsposition ist ausgezeichnet als Urheber. Und wann sitze ich mit anderen in einem Boot? Das hatten wir eben schon mit dem Boot. Immer dann, wenn die anderen an meinem Foto, ich rede ja jetzt hier die meiste Zeit von Bildern, inhaltlich so mitgewirkt haben, dass das Ganze in nicht mehr trennbarer Weise da reingeflossen ist. Bei Fotos ist das ein bisschen schwierig zu konstruieren, aber man kann sich vorstellen, wenn jemand arrangierte Fotos, also gestellte Fotos macht mit viel Lichtkonstruktion und solchen Dingen, dann entsteht auch Miturheberschaft bei Fotos. Ja, und das Gleiche ist, wenn ich Bilder von Werken anderer mache, weil ich ja dann ein abgeleitetes Werk mache von diesem fremden Werk, auch dann sind wir in einem Boot, dann zwar nicht als Miturheber, sondern als Urheber des Originals und ich als Bearbeiterurheber sozusagen, aber auch das ist dieselbe
Konstellation. Auch dann müssen wir gemeinsam entscheiden. Und dazu später mehr, war heute Mittag schon, also das kommt jetzt nicht mehr. Das mit den Personen hat mit dem Urheberrecht jetzt nicht viel zu tun, sondern meint, wenn ich Personen fotografiere, sitze ich natürlich mit denen in einem Boot, weil ich ihre Einwilligung manchmal brauche, ob ich sie fotografieren darf oder nicht. Aber insofern ist das hier überflüssig. Ja, was gibt es sonst noch zu beachten? Wir kommen gleich noch drauf. Wikimedia Commons ist ein großes Medienarchiv, aus dem sich die Bilder in der Wikipedia speisen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und es gibt Menschen, die stellen dort bewusst Bilder ein, Fotografinnen und Fotografen, und warten darauf, dass jemand die nutzt und dabei irgendwelche Fehler macht, und um sie dann abzumahnen und um dadurch Geld zu verdienen. Das ist leider nach wie vor ein nicht sehr, also nicht jetzt, sind jetzt nicht Hunderte, aber es gibt immer wieder Fälle, wo dieses Geschäftsmodell genutzt wird. Ist leider sehr, sehr misslich. Es gibt dazu noch keine Lösung, aber es wird viel diskutiert. Jetzt, das ist noch aus der alten Runde. Jetzt kommen wir zu Teil 2, CC-Lizenzen als Werkzeug. Ich habe ja eben schon gesagt, CC-Lizenzen sind Erlaubnisse für ganz viele Leute zugleich, also für die Allgemeinheit, nicht für einzelne Personen. Nicht nur in Wikimedia-Projekten. Dazu will ich kurz erklären, was Open Content eigentlich ist. Das wisst ihr wahrscheinlich, aber ich will es nochmal wiederholen. Dann, was Creative Commons ist, was die Module sind, wie das eingesetzt wird und was es sonst noch für Tools gibt. Open Content ist ein, da gibt es eine Definition zu, die stammt von Ende der 90er, wie man sieht. Das meint, Material ist open in diesem Sinne, wenn es ohne weitere Nachfragen genutzt, studiert, vervielfältigt, verbreitet und bearbeitet werden darf. Und zwar practically and without any risk. So nennt das Freedom Defined. Das mag jetzt ein bisschen seltsam anmuten, das stammt aus dem Bereich der freien Software natürlich. Und damals ging es, also gerade dieser Punkt 2, dass man etwas studieren darf, ist eigentlich ein bisschen überflüssig, weil ich darf ohnehin Bilder angucken, so viel ich will. Das ist keine Nutzung. Aber Richard Stallman hat es damals mit aufgenommen, weil man Code eben nicht in jedem Falle studieren durfte, im Sinne von, ich darf den Code in Reinform, also nicht kompilierter Form, abrufen, darf ihn lesen. Das war damals nicht selbstverständlich, oder es begann, dass die Firmen angefangen haben, den Code bei sich zu behalten und nicht rauszugeben. Und deswegen steht diese Nummer 2 da noch drin. Aber ist eigentlich sowieso erlaubt. So, das ist alles wunderbar. Genutzt, studiert, vervielfältigt und verbreitet und bearbeitet werden darf. Dann ist es Open Content. Und das ist halt besonders tricky, practically and without any risk. Das heißt, ich als Laie, und das ist, da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen, ich als Laie, auch wenn ich keine Jura-Ausbildung habe, muss in der Lage sein, das zu nutzen. Und genau da entsteht das Problem. Zum Beispiel die Frage zeitlich-räumliche Beschränkung. Es ist typisch so, dass Filme für ein bestimmtes Land freigegeben werden. Also zum Beispiel die Lizenz für die Sendelizenz von Breaking Bad in Deutschland ist eine separate Lizenz zur Sendelizenz in Frankreich. Das sind alles Dinge, mit denen sich Urheberrechtler auseinandersetzen, wo Firmen dann auch viel handeln und so weiter. Das ist alles wunderbar. Nur normale Menschen, die keine Juristinnen und Juristen sind, können mit solchen Regelungen kaum was anfangen. Das überfordert die typischerweise. Auch zeitliche Begrenzungen. Wenn ich mir ausrechnen muss, wie lange ich etwas nutzen darf, das ist für viele schon einfach nicht mehr nutzbar dann in der Praxis. Und deswegen dieses practically and without any risk ist der eigentliche Kern, der aus dem Ganzen so eine besondere Materie macht. Es geht also nicht um lange Lizenzverträge mit viel Kleingedrucktem, davon kann niemand was anfangen. Open Content muss open sein, in dem Sinne, dass jeder auch ohne Jurastudium das Ganze wirklich nutzen kann. Genau, hier ist nochmal von Open Knowledge Foundation die Open Definition, die ist auch so ähnlich, da sieht man auch wieder diese Bestandteile, zugreifen, nutzen, verändern und teilen. Das ist eine ähnliche Definition, allerdings nicht die originale. Wie gesagt, die ist von 98, die von O'Reilly. Ja, was gibt es alles an Open Content? Ich habe nochmal dieses Bild gefunden und fand das so nett. Also Open Knowledge, Open Education, Open Health, Open Access. Nicht alles davon ist wirklich Open Content in dem Sinne. Jetzt kriege ich 15, ja. Aber ich finde das ganz schön. Also dieser Open Kosmos hat sich ziemlich aufgespannt. Ja, warum ist das so wichtig? Hier ist ein Beispiel, wenn man einen Text in einem Blog übersetzt, von dort jemanden,
jemand das nehmen will, vertont, dann über Social Media teilt und dann wieder einen Remix macht. Wenn man das alles verhandeln wollte, was man da an Rechten braucht, dann bräuchte man mindestens 4 Juristinnen und Juristen oder am besten gleich einen ganzen Stab, um die Verträge auszuhandeln. Und damit das aber geht, auch ohne diesen Unterbau an Logistik, dafür gibt es Open Content. Also deswegen habe ich dieses, es ist ein rein konstruiertes Beispiel, aber Open Content soll genau das ermöglichen. Und eine Kette von Lizenzierung, wie man das im klassischen Lizenzbusiness hat, ist für Menschen unserer, also Menschen, die das nicht beruflich machen, einfach nicht zu leisten. Deswegen ist alles, also ohne Open Content gäbe es ganz viel Kreativität im Netz ganz schlicht einfach nicht. Zum Beispiel die Wikipedia ist ohne das Open-Content-Paradigma und ohne diese Regelungen, die das Ganze ermöglichen, auch nicht denkbar. Also wenn ihr euch jedes Mal, wenn ihr in die Wikipedia guckt, könnt ihr euch ja daran erinnern, dass das alles dank dem Open-Content-Paradigma überhaupt nur existiert. Ja, und wie mache ich jetzt Open-Content? Also was für Werkzeuge gibt es da? Das sind eben CC-Lizenzen, das ist eins der Werkzeuge, aber es gibt noch diverse andere. Das Grundprinzip ist so: ich erlaube ohne individuelle Verhandlungen jedermann und jeder Frau zeitlich und räumlich unbegrenzt unter bestimmten Bedingungen, das ist manchmal unterschiedlich, die meisten oder alle Nutzungen vorab. So funktioniert Open Content. Ich mache also einen Stempel drauf, der sagt, jeder darf das hier zeitlich und räumlich unbegrenzt für alle möglichen Sachen nutzen, unter der Bedingung zum Beispiel Namensnennung oder also ein paar kleine Bedingungen darf man sich erlauben, aber das meiste muss einfach erlaubt sein. Was passiert dann? Ich komme von diesem alle Rechte vorbehalten, was der Normalfall ist, komme ich zu einem manche Rechte vorbehalten, zum Beispiel die Namensnennung ist vorbehalten. Das ist das, was Open Content Lizenzen machen, was diese Werkzeuge machen. Und ja, so, das ist eigentlich ganz banal, aber um das mal als Prinzip zu erklären, dachte ich, hilft das an der Stelle. Hier gibt es verschiedene Beispiele. Es gibt also nicht nur Creative Commons, es gibt auch noch spezielle Datenlizenzen. Es gibt die Datenlizenz Deutschland, das hat die Bundesregierung sich ausgedacht. Ist nicht so richtig erfolgreich, aber gut, alles dasselbe Prinzip. Ja, was ist jetzt Creative Commons? Creative Commons ist erstmal der Name der Organisation, die das Ganze sich ausgedacht hat. Ist aber außerdem ist kein alternatives Urheberrecht, wird manchmal fälschlicherweise so bezeichnet, oder eine Alternative zum Urheberrecht, ist auch Blödsinn. Das Ganze funktioniert nur auf Basis des Urheberrechts. Das ist auch keine Erklärung nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt, auch das nicht, sondern es sind differenzierte Lizenzverträge, die aber standardisiert sind, damit wir alle sie einsetzen können und wissen, woran wir sind und nicht jedes Mal das Kleingedruckte alles lesen müssen. Das sind diese 6 verschiedenen CC-Lizenzen, die es gibt. Ich nenne die hier der Vollständigkeit halber, obwohl nur 2 dieser Lizenzen, nämlich diese beiden oberen, als Open-Content-Lizenzen anerkannt sind. Die anderen sind auch ganz toll, die kann man auch hin und wieder mal verwenden, aber wenn man Open-Content herstellen will, dann gehen nur diese beiden. Alle anderen sind zu restriktiv. Was sind die Module der CC-Lizenzen? Das Wichtigste, was in jeder Lizenz drin ist, ist das Namensnennungsmodul, also der Name der Urheberinnen und Urheber muss genannt werden. Das ist Grundbedingung bei CC und das ist sozusagen die Währung, mit der man in diesen CC-Kontexten, wo der Ruhm dran hängt. Der Ruhm hängt da nicht so sehr am Geld, sondern hängt eben an der Nennung. Und darum ist das in allen CC-Lizenzen drin. Ich muss also den Namen nennen, ich muss die Lizenzbezeichnung nennen, damit sich das weiter fortsetzen kann, damit also auch der Nächste, der es nutzt, dann wieder weiß, welche Bedingungen gelten. Ich muss den Titel nennen, sofern es einen gibt. Ich muss eine URL dazugeben und noch, sofern praktikabel, auch die Quelle des Werkes angeben. Einfach damit die Menschen die Ursprungsquelle finden können, die das auf meiner Website zum Beispiel sehen. Wie muss das passieren? Immer in einer dem Medium angemessenen Art und Weise. Das kann also bei einem Film im Abspann sein, das kann bei einer CD-Pressung auf der CD sein oder im Booklet, das kann in einem Buch, in einem Bildnachweisverzeichnis sein. Also das ist alles flexibel. Hauptsache, man findet es leicht. Die zweite Bedingung, die auch für Open Content noch zulässig ist sozusagen, ist Share Alike, auch Copyleft genannt, darum das nach links gedrehte C. Das Modul Share Alike besagt, du darfst das hier bearbeiten, was ich hier freigegeben habe unter dieser Lizenz, aber wenn du es bearbeitest, musst du deine Bearbeitung auch wieder unter einer solchen Lizenz ins Netz stellen. Oder wenn du es veröffentlichst, musst du auch so eine Lizenz wieder nehmen. Das soll dazu führen,
dass niemand durch Bearbeitung sich das Ganze wieder sozusagen aneignen kann, was ich da freigegeben habe. Darum ist auch das meiste, also das allermeiste in den Wikimedia-Projekten mit dieser Bedingung versehen. Das soll eben dafür sorgen, dass es frei bleibt. So, ist also ganz sinnvoll. Dann gibt es noch nicht kommerziell. Wenn man diese Bedingung wählt, ist man schon raus aus dem Open Content. Das besagt, du darfst es nur zu nicht kommerziellen Zwecken nutzen. Sobald es irgendwie kommerziell wird, muss ich gefragt werden. Problem ist hierbei natürlich, was ist nicht kommerziell? Sehr, sehr schwierige Frage. Und gerade weil sie so schwierig ist, ist sie für Open Content nicht mehr geeignet. Das würde die Leute überfordern. In vielen Situationen ist es ein Graubereich und dann sitzt man da und denkt, oh Gott, dann lasse ich es lieber. Und damit ist der Open Content Effekt kaputt. Deswegen ist das nicht geeignet für Open Content. Ja, die Grenzen sind sehr fließend, also zum Beispiel bei einem gehosteten Blog, wenn da Werbung eingeblendet wird, kann man schon sagen, ja, das ist eine kommerzielle Nutzung, auch wenn nicht durch den Blogger selber, sondern durch den Hoster, aber ja, das sind diese Grauzonenfälle, die ich meinte. Wegen dieser Einschränkungen ist das eben dann kein Open Content mehr. So. Dann gibt es noch, achso, hier gibt es noch eine Broschüre, die wir mal verfasst haben, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt, warum das mit dem Non-Commercial so problematisch ist, da ist es alles drin. Die letzte Bedingung oder das letzte Modul, was es gibt, ist keine Bearbeitung und da kann man jetzt direkt die Transferleistung machen. Auch das ist natürlich für Open Content ungeeignet, weil die Definition ja lautete, ich darf es bearbeiten, ich darf es frei nutzen. Wenn ich es aber nicht bearbeiten darf, ist natürlich kein Open Content mehr. Eine Bearbeitung liegt immer dann vor, wenn das irgendwie neu übersetzt, geändert, neu arrangiert, transformiert und so weiter wird. Das soll aber alles möglich sein bei Open Content, darum ist auch das dann ein No-Go für eine Open Content Lizenz. Denn zum Beispiel Zuschneiden eines Fotos ist nach deutschem Urheberrecht auf jeden Fall schon eine Bearbeitung. Und wenn ich die Bilder nicht mal zuschneiden darf, dann ist es kein Open Content mehr. Also auch hier, wegen dieser Einschränkungen, ist das nicht als Open Content Lizenz geeignet. Für diese ganzen optionalen Module jenseits der Namensnennung gilt immer, man sollte nur solche Bedingungen auswählen. Man kann sich das ja aussuchen als derjenige, der das ins Netz stellt und der die Lizenz aussucht, kann man sich ja dann, hat man ja die Wahl. Man sollte immer nur Bedingungen setzen, die man irgendwie auch zumindest im Extremfall bereit ist durchzusetzen. Denn wenn man das nicht bereit ist, dann ist es eine reine symbolische Bedingung und dann schreckt sie im Zweifel nur die rechtschaffenden Menschen ab und die bösen Leute machen es sowieso. Also immer dran denken, Bedingungen nur setzen, die man auch zumindest im Extremfall durchsetzen möchte. Ja, und wie wird das jetzt genau eingesetzt? Habe ich noch eine Uhrzeit? Habe ich noch 5 Minuten? Wie viel habe ich noch? 7. Ah, sehr gut. Also, es gibt bei den CC-Lizenzen eine Besonderheit. Es gibt verschiedene Versionen oder Darstellungsweisen dieser Lizenzen. Es gibt eine menschenlesbare, eine juristenlesbare und eine maschinenlesbare. Ist hier mal gezeigt, der Juristentext ist mehrere Seiten lang, ist kleingedruckt, ist, wie man das kennt, aber ist eben ein Standard, den man einmal gelesen haben muss und dann kennt man das. Ist also nicht für jedes Werk ein neues Kleingedrucktes. Dann gibt es diese menschenlesbare Variante, die das Ganze nochmal zusammenfasst. Und dann gibt es noch für Suchmaschinen vor allen Dingen diese RDF-Fassung von den Lizenzen, RDFA. Und ja, die soll also dazu führen, dass Suchmaschinen, dass man bei Suchmaschinen nach Rechten filtern kann, also nach Open-Content-Erlaubnissen sozusagen filtern kann. Wie funktioniert das Lizenzieren? Ganz einfach. Es gibt diese Texte im Netz, also diese, die ich gerade gezeigt habe, diese Lizenztexte. Ich als Urheber veröffentliche ein Werk mit dem Hinweis, das soll unter dieser Lizenz stehen. Jemand findet das und nutzt es und fertig ist der Lizenzvertrag. Also wir haben uns nicht unterhalten, wir haben keine E-Mails ausgetauscht, aber die Nutzerin, der Nutzer, die das gesehen hat mit der CC-Lizenz und das genutzt hat, hat mit mir automatisch einen Nutzungsvertrag abgeschlossen und wunderbar. Das heißt aber auch, nur dann, wenn überhaupt eine Erlaubnis gebraucht wird, entsteht so ein Nutzungsvertrag. Wenn ich also zum Beispiel aufgrund vom Zitatrecht ohnehin nutzen darf, dann brauche ich keine CC-Lizenz, dann entsteht auch kein CC-Lizenzvertrag. Und jetzt habe ich noch 5 Minuten, sehr gut. Was ist, wenn ich es mir anders überlege? Also ich habe etwas ins Netz gestellt, ich habe dann einen CC-Lizenzhinweis dran gemacht und sage jetzt nach einer Weile, ach nee, ich will das doch lieber einem Musiklabel verkaufen und die wollen von mir exklusive Rechte haben. Ich nehme es jetzt aus dem Netz.
ist ein bisschen schwierig, denn die Lizenzen sind unwiderruflich ausgestaltet, also da steht unwiderruflich drin. Und das bedeutet, jeder, der das schon genutzt hat und der mit mir diesen automatischen Vertragsschluss gehabt hat, der darf das weiter nutzen. Das heißt, ich kann an meinem Inhalt, sobald es irgendwer genutzt hat, und das sehe ich ja manchmal nicht, das heißt, ich weiß gar nicht so richtig genau, mit wem ich alles Verträge habe, sobald es jemand genutzt hat, kann ich keine Exklusivrechte daran mehr irgendeinem Verlag oder einem Musiklabel geben. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Open-Content-Freigaben sind so ein bisschen so eine Einbahnstraße an der Stelle. Das sollte man einfach wissen. Ich kann natürlich meinen eigenen, also ich kann das von meiner eigenen Website nehmen, ich kann auch den Lizenzhinweis entfernen, das geht alles. Aber wie gesagt, wenn es jemand anders schon geholt hat und gibt es weiter, das darf er auch oder sie. Das heißt, nur weil ich es aus dem Netz nehme auf meiner Website, andere, die das schon benutzt haben, dürfen es dann auch auf ihren Websites weiter nutzen. Genau, die Wikipedia macht das genauso. Wikipedia ist auch so freigegeben. Wenn man runterscrollt, ist da unten dieser Lizenzhinweis. Könnt ihr euch auch mal angucken, wie der genau aussieht. Die meisten Leute lesen ja gar nicht bis ganz unten, weil das braucht man üblicherweise nicht. Aber der Lizenzhinweis ist ganz zentral für Open Content, auch bei CC genauso wie bei anderen Lizenzvarianten, weil vom Urheber aus gesehen wird dadurch das Vertragsangebot erzeugt und die Nutzerinnen und Nutzer können daran erkennen, was sie denn dürfen und was nicht. Also der Lizenzhinweis, wenn der verloren geht, kaputt geht, wenn jemand den verändert, es ist gerade bei Social Media Sharing ein Problem, weil Facebook diese Lizenzhinweise nicht übernimmt, wenn man was postet zum Beispiel, das ist schlecht. Also der Lizenzhinweis ist ganz wichtig. Und weil man da eben kleine Dinge falsch machen kann, die dann dazu führen, dass die Lizenz nicht entsteht und die Erlaubnis nicht entsteht. Deswegen gibt es jetzt ein Hilfsmittel von Wikimedia Deutschland, den Lizenzhinweisgenerator. Wenn ich also ein CC-Bild von Wikimedia Commons nutzen will und möchte nichts falsch machen, dann gehe ich am besten auf lizenzhinweisgenerator.de, dann komme ich auf so eine Website, da kann ich dort die URL reinpasten von dem Bild. Und dann gibt mir der Generator direkt den Lizenzhinweis aus, so wie er sein muss. Und das ist sehr, sehr praktisch. Gibt es noch andere Tools? Ja, das mache ich jetzt noch schnell fertig. Ich bin wahrscheinlich gleich durch. Also von alle Rechte vorbehalten kommt man über CC-Lizenzen und ähnliche auf manche Rechte vorbehalten. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, sich alle Rechte zu entledigen, auf keine Rechte mehr vorbehalten. Und das macht man zum Beispiel mit öffentlichen Erklärungen wie CC0. Hier ist, das ist also ein separates Tool, das ist keine Lizenz in dem Sinne, sondern das ist eine Freigabeerklärung, die sagt, ey Leute, ich verzichte auf meine ganzen Rechte, macht damit, was ihr wollt, aber behelligt mich damit nicht, ihr müsst doch meinen Namen nicht mehr nennen. Da, wo das passt, ist das als Tool geeignet. Das ist natürlich also Open Content kann ich auch mit den anderen Lizenzen schaffen, mit den beiden, die ich genannt habe, aber ich kann auch total bis zum Maximum in die Öffnung gehen über sowas. Genau. Und dann gibt es noch ein Tool, was Public Domain, also was gemeinfreie Werke besser findbar machen soll. Das ist die Public Domain Mark. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, wenn ihr ein Projekt mit gemeinfreien Inhalten machen wollt. Hier ist nochmal der Unterschied erklärt. Die Lizenzen, diese 6 oder CC0, die verändern tatsächlich die Rechtslage. Die Public Domain Mark weist nur auf eine bestimmte Rechtslage hin. Ist also der grundlegende Unterschied. Genau. Wieso ist das denn noch drin? Okay. Nee, das hatten wir vorhin schon. Dann bin ich, glaube ich, gerade noch in der Zeit, oder? Ja, dann vielen Dank. Denn jetzt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr fragen. Ja, genau. Hört mich ja. Also erstmal einen herzlichen Dank. Gab ich schon den Applaus für den Vortrag. Und gibt es jetzt Fragen? Dann... Hallo, Sascha ist mein Name. Ich wollte fragen, mit der CC0-Lizenz, gibt es die überhaupt so in der Form in Deutschland? Kann man die, wenn man jetzt Wikipedia oder Wikipedia nachbauen würde, nochmal neu starten und dann CC0 überhaupt rechtlich legal? Ja, also CC0 oder, hat in Deutschland das Problem, dass ich als Urheber, also wir haben in Deutschland so ein sehr europäisches Urheberrechtsverständnis. Das führt dazu, dass ich meine Urheberrechte nicht komplett loswerden kann. Also selbst wenn ich das möchte, es ist mir vom Gesetzgeber, also im Urheberrechtsgesetz steht, dass es sozusagen nicht veräußerbar ist.
Deswegen kann ich CC0 nur indirekt verwenden. CC0 ist also eine Aufgabeerklärung, ich gebe meine Rechte auf. Das geht nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz so eigentlich nicht komplett. Darum hat CC0 eine sogenannte Fallback-Lizenz eingebaut, die letztlich sowas ist wie eine CC-Lizenz, nur ohne jegliche Bedingungen. Das erzeugt dasselbe, nur eben auf einem anderen Weg, weil ich diese Aufgabeerklärung rechtlich nicht machen kann in Deutschland, mache ich es dann halt über eine bedingungslose Lizenz. Hat aber einen sehr, sehr ähnlichen Effekt. Darum kann man schon sagen, dass man CC0 in Deutschland benutzen kann, nur eben nicht so zu 100%, sondern mehr so zu 98%. Hallo, danke für den Vortrag. Meine Frage ist, wenn ich, also du sagst gerade, man kann in Deutschland nicht alle Rechte abgeben. Ja. Das heißt, es kann mir in Deutschland nicht passieren, dass ich irgendwas veröffentliche, wenn auch ohne Lizenz, dass jemand anderes das nimmt und dann selbst eine Lizenz dafür holt. Okay, cool, danke. Genau, Lizenzen kann immer nur der vergeben, der die Rechte auch hat oder die. Und zwar bei CC-Lizenzen muss man wirklich fast alle Rechte haben, sonst kann man keine CC-Lizenz vergeben. Das heißt, jemand, der dein Werk nimmt und da eine CC-Lizenz dran macht, der macht das hat keine Wirkung, zumindest rechtlich nicht. Genau. Hallo, ich wollte mal fragen zu dem Punkt mit der öffentlichen und nicht öffentlichen Versammlung. Wie ist das denn definiert mit dem jemanden kennen oder nicht kennen? Also wie genau muss dieser Kontakt sein? Ja, es ist in der Rechtsprechung auch irgendwie wischiwaschi, das heißt persönlich bekannt. Also erstmal, wenn Leute verwandt sind, auf jeden Fall. Wenn man befreundet ist, im Sinne von Freunde, nicht Facebook-Freunde, sondern richtige Freunde, auch das gilt. Und schwierig wird es bei so Sachen wie ein Seminar an der Uni, wo natürlich der Professor, die Professorin alle irgendwie kennt. Das wurde aber anerkannt als ausreichende Verbindung. Also man kennt die Person mit Namen, man weiß, wer das ungefähr ist. Das wird dann als ausreichend anerkannt. Es wird an der Uni hat man eher das Problem, dass auch Leute in die Vorlesungen reinlaufen dürfen, weil die öffentlich zugänglich sind, wo man dann nicht mehr ganz sicher sein kann, dass sich auch alle wirklich kennen. Aber bei Seminaren und wenn da sonst keiner sitzt, dann ist das nicht öffentlich noch. Also es ist so ein bisschen, es gibt wieder wie so oft keine klare Grenze, sondern so eine leicht verschwommene Grenze. Ja, danke für den Vortrag. Jetzt finde ich irgendwo zum Beispiel auf einer Commons-Seite von der Wikimedia ein Foto, das ich gern auf Facebook posten würde. Ja. Das steht unter einer Creative Commons Namensnennung und Share Alike. Jetzt hat aber Facebook natürlich seine eigenen Lizenzbestimmungen für Material, das dort veröffentlicht wird. Ja. Stehen die dem Share Alike jetzt entgegen und dürfte ich das verwenden? Also Facebook hat ja AGB, also solche Nutzungsbedingungen, wo drin steht, sie garantieren uns, dass sie alle Rechte haben, dass wir hier uns bei ihnen schadlos halten dürfen und so weiter. Das gilt zwischen dir und Facebook. Das heißt, es kann sein, dass Facebook dann irgendwann, wenn Facebook verklagt wird, weil da ein Bild online steht bei denen, was da nicht stehen darf, dass sie dann bei dir Regress nehmen. Dafür haben die diese Bedingungen. Außerhalb dieser Beziehungen von dir und Facebook, also von Facebook-Account-Nutzer und Facebook-Unternehmen, hat das keine große Wirkung. Wenn du jetzt ein Bild von Wikimedia Commons nimmst und es da sharest, hast du das Problem, dass der Lizenzhinweis im Zweifel vom Facebook-System entfernt wird, oder je nachdem, wie du es postest, verschwindet der halt. Und dann ist die Frage, hast du das dort, also du hast veranlasst, dass es auf dem Facebook-Server gespeichert wird, und dann kann es sein, dass du dann später von dem Urheber belangt wirst, weil er sagt, hallo, ich habe das aber unter CC-Lizenz freigegeben, da fehlt ja der Hinweis. Und dadurch entsteht das Problem. Nicht so sehr bei dem Kleingedruckten zwischen dir und Facebook, das dient nur denen als Rückversicherung, sondern eben durch diese technischen Systemprobleme, weil diese Social-Media-Systeme sind nicht darauf ausgelegt, CC-Hinweise mitzuschleppen. Und deswegen gibt es eine Empfehlung, man sollte, wenn man Bilder von Wikimedia Commons zum Beispiel nimmt, dann kann man den CC-Hinweis als Ergänzung unter das Bild hängen, als in die Grafik, dann ist man auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Aber das sind so Krücken. Es wäre viel besser, wenn Facebook das mitziehen würde. Okay. Hier war noch eine Frage. Es ist jetzt leider die letzte Frage, weil wir haben gleich danach noch einen Talk, aber ich denke, du bist dann auch noch verfügbar, wenn es noch Fragen gibt. Zieh zurück, dann okay. Ich frage hinterher. Na gut, gibt es dann noch für jetzt gleich eine Frage? Da war noch eine.
oder da? Direkt daran anschließend, du hast gesagt, man kann diese Creative Commons Lizenzangabe in die Grafik einbauen. Mhm. Wenn die Grafik jetzt No Derivatives ist, darf ich die ja eigentlich nicht verändern. Was mache ich denn dann? Ja, wenn es wirklich ergänzt, also wenn der Rest von der Grafik unverändert bleibt, dann ist es wahrscheinlich kein Verstoß gegen No Derivatives, also gegen keine Bearbeitung. Das ist der englische Name für diese Bedingung. Also nur weil unten was drunter klemmt, kann niemand wirklich sagen, mein Bild ist in seiner Erscheinungsform verändert. Also das wäre sehr weit hergeholt. Deswegen ist das recht sicher. Nur es ist sehr umständlich. Also ich meine, das macht fast niemand. Insofern, ja. Okay, dann nochmal einen herzlichen Applaus für den Vortrag. Ja, danke schön.